Ja, also ich habe bis zur C-Jugend bei den Jungs gespielt, in Pforzheim, da wo ich wohne. Und dann habe ich in der D-Jugend gewechselt zum ASV Hagsfeld. Von der Position her spiele ich Mittelfeldsturm. Ja, und die Ziele halt immer mein Bestes geben und trainieren. Stammplatz wäre auch schön, oder? Ja. Und Ziele mit der Mannschaft? Ja klar, den Klassenerhalt erstmal. Was machst du, wenn du nicht Fußball spielst? Ich habe mich bei der Polizei beworben und da warte ich jetzt noch auf eine Antwort. Dann wirst du ja im Mittelfeld demnächst die Gegner in Handschellen machen, oder? Das passt ja. Das passt ja. Bevor wir gleich die Frage kriegen, wie alt bist du? 18. Hast du in Löschgau die vergangene Saison durchgespielt? Ja. Alle Spiele gemacht? Ja, also ich war eine Zeit lang verletzt, aber... Welche Position spielst du? Also in Löschgau habe ich Rechtsmittelfeld gespielt, ich kann Linksmittelfeld, Rechtsmittelfeld. Was machst du, wenn du nicht Fußball spielst? Ja, ich mache gerade eine Ausbildung zur Physiotherapeutin. Okay. Du hast auch sicherlich so ein paar persönliche Ziele und auch welche mit der Mannschaft? Ja, mit der Mannschaft der Klassenerhalt. Und persönlich, dass ich halt gut mittrainiere und ja, dass ich es schaffe, da mitzuhalten. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du Länderspielerfahrung, oder? Genau, ja. Ich für wen denn? Ich spiele für das österreichische A-Nationalteam. Wie viele Länderspiele hast du da gemacht? Puh, kann man nicht mehr erzählen. Nein, noch nicht so viele. Ich bin erst seit einem Jahr dabei. Du hast aber vorher beim BV Kloppenburg gespielt, im Mittelfeld? Genau. Das war auch zweite Bundesliga? Genau, zweite Bundesliga nur. Wie viele Spiele hast du da gemacht? Also ich weiß gar nicht. Ich habe am Anfang, ich habe von Anfang an begonnen, aber ja, ungefähr bei der Hälfte bin ich dann, also habe ich dann mitgespielt. Und als Mittelfeldspielerin auch getroffen? Ja, okay. Ich glaube dreimal. Deine Ziele? Bundesliga, das ist natürlich eine große Herausforderung. Ja, also mein erstes Ziel ist, mich mal in der Mannschaft zu etablieren. Ja, versuchen eben alles zu geben, immer gut mitzukommen. Du spielst wahrscheinlich auch für die Nationalmannschaft? Ja. Ja? Wie viele Spiele hast du da absolviert? 47 im Moment. Das ist schon eine ganze Menge. Welche Position bekleidest du? Außenverteidiger. Das heißt linke Seite, rechte Seite? Ja. Bist 23 Jahre und damit schon fast erfahren oder mit der erfahrenste, wenn ich jetzt bei den Neuzugängen mal schaue. Was machst du, wenn du nicht kickst? Ich habe als Kauffrau eine Ausbildung gemacht in der Schweiz und dieses Jahr das Fachabitur nachgenommen. Und hast welche Ziele? Mit der Mannschaft Ligaerhalt. Ligaerhalt. Und für mich, ja, sag ich mal, Stammplatz erkämpfen. Aber du kommst auch aus der Schweiz, oder? Ja, genau. Aber was für Wunder, wo hast du gespielt vorher? Beim FC Schlieren. FC Schlieren, okay. Das liegt wo? In der Nähe von Zürich. In der Nähe von Zürich. Du bist U19 Nationalspielerin der Schweiz, U20 Nationalspielerin. Und im A-Team. Und im A-Team bist du auch dabei? Seit circa einem Jahr. Seit einem Jahr im A-Team. Okay. Position, wird man nicht vermuten, ist Torfrau. Ja, sehr gut. Und beruflich machst du was? Ich habe jetzt letzten Monat meine Lehre als Malerin abgeschlossen. Als Malerin? Prima. Sehr gut. Und deine Ziele? Also sportlich sicher, dass ich in der Bundesliga bestehen kann. Dass ich mich jetzt für die U20 WM durchsetzen kann und auch für mehr spielende A-Team.